Mein Name ist Fatima Azofra und ich bin Zahnärztin und habe in Madrid studiert und bin in Dental Place als angestellte Zahnärztin seit 2014 Ende. 2015 dann richtig schon losgelegt im Januar. Und ja, das machen schon fast 4 Jahre, dass ich da hier beruflich arbeite. Der schönste Moment, also ich muss da Richtung Team gehen. Also es war jetzt, klar, in der Praxis gibt es ganz gute Momente, behandlungsmäßig. Ich mag das total gern, wenn ich eine ganze Familie behandle, weil ich bin generell immer mit den Kiddies. Und wenn ich dann ein Kind und die Mama auch behandeln kann, dann ist es super. Aber das Ganze in so ein super Team zu machen, das ist das, was ich, glaube, am liebsten mag. Eigentlich war ich mir nicht so sicher, was ich machen wollte. Ich war so Richtung Medizin. Aber irgendwann mal war ich bei einer Freundin von meiner Mom in der Praxis und ich fand das Handwerkliche ganz toll. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht doch nicht Medizin, sondern gehen wir Richtung Zähne. Und so hat es angefangen. Am Anfang war es so ein bisschen, okay, habe ich das Richtige getroffen? Weiß ich nicht. Aber langsam mit der Zeit, als es so ein bisschen mehr praktisch wurde und ja, mehr mit Patienten zu tun war, dann habe ich gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war. Bei mir ist dieses Familienbehandeln, so wie ich früher meinte, ist für mich das Beste. Ich liebe, dass ich die Kleine behandle, dass auch die Mama behandle, dass vielleicht der Papa bei Dr. Lisa bei den Implantaten ist, dass der 14-Jährige von einer Familie bei der KFO mit den Spangen und Margarita ist. Das finde ich cool, dass halt eine ganze Familie so in dem gleichen Haus behandelt wird. Das macht Spaß. Dann hat man auch ein viel besseres Überblick von alles, was gemacht wurde. Dann kennt man auch die Behandler. Von daher ist es ja, ist man so ein bisschen ruhig und entspannt, wenn man jemanden zur Kieferorthopädie schickt zum Beispiel, dass er auch wieder zurückkommt, dass das Ganze auch, ja, dann sieht man auch der Prozess, ne, dass, wie das Ganze sich entwickelt. Weil manchmal gibt es Patienten zum Beispiel, die kommen zu mir, dann müssen die bei Margarita so ein Jahr sein in Behandlung und dann kommen die wieder zu mir für das Endbehandeln. Das ist zum Beispiel toll. Und das Ganze in dem gleichen Haus. Und klar mit Micha, ne, wenn der Techniker, der macht auch die Kronen, wenn man da irgendwas verändern muss, der ist ja da immer und dann kann man auch eben kurz rüberholen und das Ganze im Haus zu behandeln. Das ist super.